Hört auf! Okay, ihr seid einig, das war fest. Okay, bevor wir loslegen, Leute, einmal eine Sekunde euer Ohr. Was wir heute hier machen, ist riesiger Freestyle, nichts Vorbereitetes. Er drei, ihr drei. Und ich brauche einen Menschen von euch, einen, der sich bereit erklärt, der mitzählt, dass wir den Cutter unter 20 zahlen. Wer ist das von euch? Der nennt sich eigentlich. Ist ihr mit? Alles klar. Hey, Games, Mann, ihr braucht die Bude, Alter. Genau. Eigentlich ist es ja ein geschriebenes Battle. Ja, okay. Wir sind ja Köln, Tim, auf dem Zimmer. Habt ihr Bock auf einen richtigen Freestyle jetzt hier? Okay, also nice. Was soll ich sagen? Der Typ ist mir einfach sympathisch. Deswegen hier zu dissen, Alter, geht eigentlich gar nicht. Aber okay, ist kein Problem. Wenn ich schon was erzähle, dann erzähle ich euch ein bisschen was von meinem eigenen Weg. Und zwar Battle Reality. Kein erfundener Scheiß, Alter, wie im Kino. Kein TV. Seit 93 in dem Ding immer noch Stuttgart's King in der City. Was soll ich dir sagen? Ich bring dir Rap, Alter, und bring dir nicht nur Graffiti. Aber wenn es dich interessiert, du kannst dich gern informieren. Das, was ich in Stuttgart gerissen hab, Alter, das machte keiner hier vor mir. Und es ist auch kein Problem. Ich könnte trotzdem was über ihn erzählen. Aber mir macht's mehr Spaß, ihn im Team jetzt mit mir zu nehmen. Und wenn ihr jetzt gedacht habt, einfach kochen, er fuckt die alle ab. Ja, okay, Alter. Sein T-Shirt ist nice, die Schuhe sind schon abgefuckt, aber ist okay. Kein Problem. Ich sollte es lieber lassen. Lieber dem Typen ein bisschen was zu erzählen und ihn ein bisschen leben lassen. Nämlich leben und leben lassen, das haben viele vergessen im Game. Sind wir schon bei 20 Zeilen, hatte ich ja vergessen mitzuzählen. Wir haben noch 16 Zeilen. Vier Zeilen, um mich hier mit dir mitzuteilen. Einfach nur ein bisschen zu rappen auf gute Zeiten. Mike ist am Start, das war erst die Stufe 1. Yeah, Mike. Mach mal Applaus für den Jungen jetzt. Nein, mach mal Applaus für Mike, Alter. Geil. So. Okay, komm. Murdoch, gib mir richtig Freestyle. Du erzählst mir was hier von Game, du hast hier schon 93 Sachen gerissen. Es tut mir leid, ich bin hier vielleicht ein Green oder auch du darfst dich jetzt gerne verpissen. Denn ich zeig dir ziemlich schlau, wie es hier wirklich läuft. Es tut mir leid, du darfst von Peace, Love und Unity, aber ich hab das richtige Zeug. Oh. Und du erzählst mir was, du hast Skills, ich kann sie nicht erkennen. Denn meiner Meinung nach ist dein Talent hier nicht existent. Denn du bist eine Kopie von einer Kopie eines guten MCs. Und weißt du, was mit jeder weiteren Kopie passiert? Ganz genau, das Talent nimmt exponentiell ab, also fick dich ins Knie. Mach mal los, komm schon. Aber kein Problem, ich kann ihn hier auch heute gerne loben. Ich meine, er macht Workshops, setzt sich für die Jugend ein. Also bitte, Leute, fangt mal an zu toben. Aber darauf scheiße ich auch gerade, denn ich weiß ganz genau, wenn ich noch zwei Lines kick, liegt unser lieber Open Mic schon horizontal im Grab. Okay. Okay, Zeit, alles klar. Open Mic, geile zweite Runde. Here we go. Es ist nett zu sehen, wie Menschen zwei Seiten haben, wie sie nett zu dir sein können und auf der Bühne auf einmal Scheiße labern. Aber es ist alles kein Ding. Ich hab den Typen durchschaut, deswegen gebe ich ihm jetzt auch mal rechts und links, Alter. Der ist für deine Frau. Oh, okay, nee, ich werde Frauen niemals schlagen. Das Ding ist richtig smart, Alter, aber du musst meinen jetzt ertragen. Ich bin weiter am Start, um das Ding hier zu rocken. Ich rock dir diese Styles und die Leute sind weiter von den Sorgen. Darf ich euch mal bitte ein bisschen hören? Ich bin wie gesagt nicht am Down, diesen Typen hier zu burn. Ich bin der Man, der connected, Connection in der City. Wie gesagt, Alter, Full Flavor, Alter, ein Leben für Graffiti, ein Leben für Hip zu dem Hop, das ist immer noch kein Hobby. Was soll ich sagen, wir rappen zu zweit, Alter, und nicht für irgendeine Lobby. Wir rappen, um einfach jede Minute real und true zu sein, für das Gute zu rhymen und den Leuten die Realness zuzuteilen. Wenn ihr wisst, was ich meine, dann seid jetzt dabei. Schön, dass ihr hier seid bei dem Style, das war Open Mic. Sind wir bei 20? Yeah! Egal, erst packst du zählt Schmidt und dann machst du es nicht. Also sorry, das geht nicht. Egal. Zählt ihr schon als Line? Rap und zähl. Okay, also ich rap und erzähle und muss
muss jetzt wirklich sagen, okay, Open Mic ist wirklich super, aber ich kann dein Scheißgelaber nicht mehr ertragen. Es ist eine gottverdammte Kopie von irgendeinem deutschen KRS-One, der mir irgendwas erzählt, die Kultur ist geil. Ja, du hast schon recht. Aber hast du deswegen hier das Battle gewonnen? Nein, ich glaube nicht. Du musst mir irgendwie mal bessere Skills zeigen. Hör mal auf, wieder von zu erzählen, dass wir uns alle lieben. Nein, ich möchte mich hier auf der Bühne auch gerne mal streiten. Denn das hier ist Battle und darum geht es hier gerade. Hier, Nico! Der Typ will wissen oder will mir sagen, dass ich nicht mit ihm streiten kann. Das ist jetzt schon Runde 3. Ich habe nämlich nur einen Grund, ich will nicht auf einen Menschen scheißen, Mann. Denn es geht im Battle nicht darum, Leute zu zerficken. Es geht darum, den Leuten wirklich in ihrem Ding hier was zu kicken, ihnen einfach zu zeigen, dass es um positive Vibes geht, jede Minute. Ich bin halt noch ein Rapper von der alten Schule und rhyme für das Gute. Und so sieht es aus. Aber es ist trotzdem, Moment, stopp, stopp. Es ist trotzdem okay, wenn du Emotionen hast. Aber wichtig ist, dass sie ehrlich sind und dass du dich nach dem Battle nicht belogen hast. Wichtig ist, dass du true bist, so wie du bist. Und wenn du mich battlen willst, kein Problem, Alter. Wir haben nachher deswegen keinen Twist. Wir machen das einfach anders, Mann, weil was ich hier rappe, ist kein Standardkram. Open Mic ist am Start, ein Rapper einfach aus einem anderen Anlass, Mann. Denn ich battle auf positive Weise. Ich weiß, dass er auch positiv ist. Aber ich respektiere auch seine Aggression, Alter, weil die Flows, die sind echt sick. Und wir kicken es und rocken es und ihr seid weiter dabei. Oh, ich bin einfach raus. Peace, das war's von mir auf Mike. Danke. Yeah! Nice. Okay, Murdoch, letzte Runde. Ich bin der Meinung, du hast dir schon von der ersten Runde an die ganze Zeit irgendwie überzogen. Okay, Open Mic, es ist okay, ich habe mich aber heute nicht wirklich selber belogen. Denn wenn ich auf der Bühne stehe, dann geht es wirklich nur um Emotionen und nicht um blinden Wut und Hass. Denn alles, was ich will, ist heute wohl ein bisschen Spaß. Also zeigt mir mal die Hände und macht mal ein bisschen Lärm. Denn ich weiß ganz genau, wir werden diesen Scheiß lieben und mit der Mucke im Ohr sterben. Und das macht Open Mic und das werde ich auch tun. Wir scheißen auf den Ruhm, denn alles, was wir wollen, ist ein bisschen Spaß, ein bisschen Leute, die abgehen und vielleicht nach dem Battle auch hier Gras. Yeah, baby! Yeah! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das war's schon. Macht mal mit den zwei MCs, yeah! Open Mic und Murdoch, schönes Ding. Warte, bleib noch eine Sekunde da. Wer fand, dass Open Mic gekillt hat? Okay, wer fand, dass Murdoch gekillt hat? Okay, ist voll ausgeglichen. Wir machen es nochmal. Wer meint, dass Open Mic gekillt hat? Wer meint, dass Murdoch gekillt hat? Okay, klingt nach Murdoch. Schönes Ding. Ja, Mann, nice. Wunderbar. Leute, macht nochmal Lärm für die zwei MCs. Mit nem Lächeln im Gesicht und nem Ticket in der Hand steh ich nun hier am Check-In-Stand. Salz auf meiner Haut ist wie Balsam auf der Seele, voller Fernweh, weißes Sand in greifbarer Nähe. Ich brauch das Wellenrauschen und den Wind in meiner Nase, brauch den Sand zwischen meinen Zehen. Ich brauch die Freiheit.